Es ist so, dass viele Muslime sehen, dass Allah diesen ungehorsamen Menschen alles gibt, was sie sich wünschen. Ich habe einmal einen schönen Hadith erwähnt. Ich wiederhole den Hadith nochmal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, er spricht hier die Muslime an und spricht auch, Alhamdulillah, die Mu'minin an, Alhamdulillah, diejenigen auch, die glauben, dass sie sich nicht wundern, wenn die beispielsweise sehen, wie viel Allah die Ungehorsamen gibt und den Mu'min nicht viel gibt. Ein ganz einfacher Beispiel, also ein Hadith, das ist ein Hadith von Rasulullah. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, إذا رأيت الله يعطي العبد على ذنبه ما يحب فاعلم أن ذلك استدراج له في العذاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sinngemäß, wenn du siehst, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen das gibt, was er liebt, was er sich wünscht von dieser Dunya, trotz seinen Sünden, die er macht, dann denke nicht, dass Allah ihn liebt. Und denke nicht, dass Allah ihn bevorzugt, sondern das ist Istidraj, eine Abstufung von Allah für ihn, für Yawm al-Qiyam, für den Tag des Gerichts. Damit ist gemeint, wir wissen alle, Allah subhanahu wa ta'ala liebt weder Unglaube, noch liebt er subhanahu wa ta'ala Sünden und Ungehorsamkeiten. Das hasst Allah azza wa jalla. Allah liebt keine Sünden und keine Ungehorsamkeiten, wal-iyadu billah. Das heißt, wenn Allah einen ungehorsamen Diener etwas gibt, von dem, was er liebt und wünscht, dieser Diener muss sich in Acht nehmen. Warum? Weil wie kann Allah subhanahu wa ta'ala dich lieben für etwas, was er verboten hat, welcher du begehst? Das geht nicht. Allah liebt die Mu'minin, die Gläubigen. Allah liebt die Frommen, die Tugendhaften. Da, diese Leute liebt Allah. Die Gutes tun, die liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, es ist so, das sieht so aus, der macht Sünden. Viele machen gewaltige Sünden, möge Allah uns bewahren. Sünden, wie Anas ibn Malik sagt, ist, ich sehe heute Sünden, die ihr heute so dünn und so wertlos für euch sind, und sogar sagt, die sind für euch dünner oder feiner als ein Haar, das heißt wertloser als ein Haar, welche in unserer Zeit als Mubiqat gegolten sind. Das heißt, in unserer Zeit haben wir sie gesehen, in der Zeit des Propheten Muhammad s.a.w. und der Sahaba, waren diese Sünden, die ihr heute als so klein und wertlos sieht und verachtet, alles vernichtende Sünden. Das ist der Fall heute. Begehen Unzucht, das Berauschende nehmen die, A'udhu Billah, betrügen ohne Ende, nas'Allah al-Afu al-Afi. Obwohl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, man ghashana falaysa minna. Heute Betrug unter sogar vielen Muslimen ist es normal geworden. Betrügt jeden, Muslim, nicht Muslim, ihn interessiert das nicht, ob das Geld halal ist oder haram ist. Und betrügen gibt es viele Arten. Obwohl Rasulullah sagt sich los von solchen Menschen. Der betrügt, gehört nicht zu mir, sagt Rasulullah. Er ist nicht von uns, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber die Menschen heute verachten solche Sünden. Was ich damit sagen will, subhanallah al-azim, dass solche Leute, die Sünden begehen, für jede Sünde, die sie machen, Allah gibt ihnen das, was sie wünschen. Das ist eine Täuschung. Wie denn? Beispiel, a'udhu billah, ich begehe eine Sünde. Ich wünsche mir bestimmte Sachen. Allah gibt sie mir. Allah gibt sie mir. Dann mache ich noch eine Sünde. Dann frage ich Allah subhanahu wa ta'ala. Dann frage ich Allah nochmal, subhanahu wa ta'ala. Allah gibt mir. Die nächste Sünde folgt. Dann kriege ich nochmal etwas anderes, was ich mir wünsche. Bis ich irgendwann mal glaube, dass Allah mich liebt, trotz meiner Sünden, trotz den Unglauben, trotz dass ich die Wahrheit bestreite, denke ich, Allah liebt mich. Also setze ich fort. Ich mache weitere Sünden. Allah liebt mich ja. Ich kriege hier alles, was ich will. Trotz die Sünden, die ich mache, trotz meiner Sünden, meiner Ungehorsamkeiten gegenüber Allah, ich kriege alles. Also dann geht der Diener davon aus, dass Allah ihn liebt, weil er ihm alles gibt, was er liebt. Und da sagt der Rasulullah, das stimmt überhaupt nicht. Das ist kein Zeichen der Liebe Allahs. Sagt Allah, gibt ihn, damit er auch so glaubt und davon überzeugt ist, dass Allah ihn liebt, damit er weitere Sünden begeht. Und je weitere Sünden er begeht, desto höher wird seine Strafe, Yawm al-Qiyam. Das heißt, lass dich als Muslim nicht täuschen. Lass dich als Muslim nicht täuschen. Subhanallah. Und auch, liebe Geschwister, es gibt bestimmte Duas, die wir machen.
Du bittest Allah, du bittest Allah. Allah gibt dir nicht. Yawm al-Qiyamah wirst du vor Allah sowieso stehen. Und Allah wird mit dir abrechnen. Allah wird sagen, Abdi, erinnerst dich an dem Tag, du hast mich um etwas gebeten und ich habe es dir gegeben. Du hast einen Wunsch gehabt und das habe ich dir erfüllt. Du hast mich um etwas gebeten, habe ich dir auch gegeben. Sag ich, erinnere mich, ja Rabbi. Dann Allah sagt, Abdi, erinnerst dich an dem Tag, du hast mich auch um etwas anderes gebeten, aber ich habe es dir nicht gegeben. Sagt er, stimmt, ja Rabbi, warum hast du es mir nicht gegeben? Allah sagt, Abdi, schau im Jannah, guck im Paradies, siehst du das? Dieses Palast beispielsweise oder dieser Baum aus Gold, aus Silber im Jannah, bi'idhnillah. Sag, ja Rabbi, seh das. Sag, das ist dein Bittgebet. Ich habe es für dich hier bewahrt. Ja? Und das dafür gegeben. Dann sagt der Diener, Allah, ja Rabbi, warum hast du nicht alles für mich hier bewahrt? Guck mal, subhanallah. Warum hast du nicht alles für mich hier bewahrt, ja Rabbi? Weil er gesehen hat, was für eine Palme oder einen Baum im Jannah bekommen hat, mit was für Früchten, mashallah. Oder dafür bekommst du einen Palast von Allah subhanahu wa ta'ala aus einem Edelstein oder eine Rubine, weil Jannah, Paradies, ist alles anders als hier. Das, was das Auge noch nie gesehen hat. Und das, was das Ohr noch nie gehört hat. Und das, was sich ein Herzen oder den Verstand eines Menschen niemals vorstellen kann. Unmöglich, sich den Jannah, das Paradies, vorzustellen. Dann der Diener Allah sagt, oh, das war mein Bittgebet. Ja Rabbi, warum hast du nicht alle meine Bittgebete bewahrt für Yawm al-Qiyam? Weil das ist das wahre Leben. Versteht ihr? Also, wenn der Mu'min Dua macht, Allah sagt, ja Jibril, erledige noch nicht seine Sache, ich liebe es, seine Stimme zu hören. A'udhu billah, der Kafir oder der Ungläubige ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt Allah, gib ihm seine Sache, ja Jibril, ich will seine Stimme gar nicht hören. Ich will sie nicht hören. Also hier ist ein Maßstab im Islam. Wenn Allah den Muslim nicht gibt, heißt nicht, dass er ihn hasst. Und wenn Allah einen Wahrheitsbestreiter etwas gibt oder ein ungehorsamer Diener was gibt, heißt nicht, dass Allah ihn liebt. Ein Muslim muss Allah richtig kennenlernen, subhanahu wa ta'ala. Er muss wissen, wie Allah die Menschen behandelt. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, subhanahu wa ta'ala.